Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. Heute möchte ich eine spezielle Frage versuchen zu beantworten. Und zwar hört man manchmal, dass Leute sagen, dass sich große Teleskope nicht lohnen. Und ob das so ist und warum das gegebenenfalls so sein könnte, das versuche ich in diesem Video zu beantworten. Also viel Spaß damit. Ja, man liest das ab und zu im Internet oder hört es auch von Leuten, die dann sagen, ein großes Teleskop, damit meine ich jetzt zum Beispiel ein 10 Zoll, ein 12 Zoll, sogar ein 14 Zoll oder noch größere Teleskope, das lohnt sich unter unseren Bedingungen nicht. Ein Bild von einem 8 Zöller ist genauso gut wie das von einem großen Teleskop. Und diese Frage möchte ich heute versuchen zu beantworten. Vorab, da ist was dran, ja, das stimmt irgendwo und irgendwo ist es aber doch irgendwie auch ein bisschen zu pauschal gesagt, möchte ich mal sagen. Und Pauschalaussagen, da reagiere ich immer empfindlich. Deswegen möchte ich der Sache heute mal auf den Grund gehen. So, es wäre natürlich jetzt schön, wenn ich Bilder hätte und wenn ich das einfach vergleichen könnte. Also ein kleines Teleskop, ein mittleres Teleskop und ein großes Teleskop. Solche Bilder habe ich aber nicht. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, ich habe zwar Zugriff auf verschiedene Teleskope und könnte das machen, die stehen aber an unterschiedlichen Standorten. Damit ist jede Vergleichbarkeit schon hinfällig. Deswegen wird das mal wieder ein theoretisches Video. Ich habe aber am Ende des Videos ein paar Bilder dennoch für euch. Ja, stattdessen zeige ich euch das mit einem Tool, mit einem Online-Tool auf einer Webseite und zwar von unserem geschätzten Kollegen Russell Crowman. Der hat eine tolle Website gemacht und da kann man das Ganze sehr anschaulich sich einmal betrachten und auf den ersten Blick erschlägt einen das vielleicht, weil das alles sehr kompliziert aussieht. Und ich verspreche euch aber, ich werde euch da durchführen, werde euch alles so gut es geht und wie immer versuchen anschaulich zu erklären. Und ja, habt ein bisschen Geduld und wir werden das gemeinsam meistern. Ja, mal ein paar Grundlagen. Wenn wir über Schärfe sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Kontrast. Also der Eindruck von Schärfe, der wird uns vermittelt, weil der Kontrast zwischen hell und dunkel groß ist. Und so funktionieren übrigens auch Schärfungsalgorithmen oder irgendwelche Filter, mit denen man in einer Bildbearbeitungssoftware etwas schärfen kann. Da wird letztendlich nur lokal, also an gewissen Punkten, der Kontrast zwischen hell und dunkel erhöht. Und dadurch ergibt sich für uns ein schärfer Eindruck. Jetzt ist es auch nicht ganz unwesentlich, wie schnell zum Beispiel helle und dunkle Bildanteile aufeinander folgen. Und wenn helle und dunkle Bildanteile ja sehr kleinteilig aufeinander folgen, also sehr kleine Details, die immer abwechselnd hell und dunkel werden, dann vermittelt uns das den Eindruck von Detailreichtum. Und das ist sehr wichtig. Und da spricht man von Frequenzen. Man kann also in einem Bild von Frequenzen sprechen. Ich zeige euch hier mal ein Bild gleich oder mehrere Bilder, wo ich das versuche anschaulich darzustellen. So, ich habe hier mal ein Bild ausgewählt, ein Schwarz-Weiß-Bild vom Lagoon-Nebel M8, um mal zu demonstrieren, was man eigentlich unter niedrigen Frequenzen und hohen Frequenzen versteht. Ich habe jetzt mal das so dargestellt auf der linken Seite, das sind so die Umrisse dieses Nebels da oben und das sind die tiefen oder niedrigen Frequenzen. Ja, das wabert so daher. Das sind die ganz großen Strukturen in dem Bild und die Wellenberge, das ist hier, was irgendwie in dem Nebel hell ist. Und die Wellentäler, das ist zum Beispiel der Hintergrund des Bildes, der Himmelshintergrund. Und das sind eben niedrige Frequenzen, Low Frequencies, sagt man im Englischen. Und auf der rechten Seite ist ein anderes Bild, das ist der Kern einer Galaxie. Und das sind die hohen, die unnervösen Frequenzen. Ja, also die High Frequencies. Und das sind diese schnell abwechselnden Dunkelnebel und dann wieder helle Bildbereiche. Also die ganz kleinen Bildanteile, das sind die hohen Frequenzen. Und die machen die Auflösung aus. Also ihr seht doch ganz klar den Unterschied auf der linken Seite. Würdet ihr sagen, das ist ja total verschwommen, vermatscht. Das sind eben die niedrigen Frequenzen. Die hohen Frequenzen, die sorgen dafür, dass wir in einem Bild von Auflösung, von guter, toller Auflösung sprechen können. Ja, diesen Begriff von Frequenzen und von hohen Frequenzen und niedrigen Frequenzen in einem Bild zu sprechen,
Das habe ich mir so angewöhnt und ich benutze fast nichts mehr anderes, weil man damit eigentlich sehr anschaulich ein Bild beschreiben kann und Bildanteile beschreiben kann. Und das hilft mir zum Beispiel auch bei der Bildbearbeitung, ein Verständnis dafür zu bekommen. Und ich hoffe, dass neben dem eigentlichen Thema, was wir hier heute in dem Video besprechen, ihr dann auch ein besseres Verständnis für die Bildbearbeitung bekommt. Jetzt gehen wir aber an den Computer und schauen uns mal an, was der Russell Crowman da gezaubert hat. Ja, das ist die Seite, von der ich gesprochen habe, von Russell Crowman. Das Ganze heißt Modulation Transfer Function and Image Sampling Analyzer. Nicht erschrecken lassen. Das sieht super technisch aus. Ich versuche euch das so gut ich kann zu erklären, insoweit ich es selber überhaupt verstanden habe. Hier gibt es in Englisch auch nochmal eine Beschreibung und hier steht auch, wie man das Ganze zu verstehen hat. Und übrigens könnt ihr in den meisten Browsern eine Übersetzung auch anklicken, dann könnt ihr euch das selber nochmal durchlesen, ja, und versuchen besser zu verstehen. Was sehen wir hier? Hier ist eine Grafik und ja, auf der Y-Achse hier ist der Kontrast angegeben von 100% ganz oben hin zu 0% ganz unten. Ja, auf der X-Achse, da sind dann jetzt hier unsere Frequenzen angegeben. Vielleicht erstmal anschaulich hier unten diese Grafik. Da sehen wir, es geht von ziemlich niedrigen Frequenzen, also ja, ich sag mal sehr großen Bildanteilen, immer weiter nach rechts zu immer höheren Frequenzen, also immer feineren Bildanteilen. Und stellt euch vor, ihr guckt auf eine Welle von oben drauf, dann ist das hier ein bisschen besser zu erklären. Das Weiße wäre dann der Wellenberg, die Wellenspitze, und das Schwarze wäre ein Wellental. Und ihr seht, es geht immer mehr zu hochfrequenteren Bildanteilen nach rechts. Ja, das Ganze ist dann hier auch noch in Bogensekunden angegeben. Und ja, letztendlich ist diese X-Achse, also ja, sagt etwas darüber aus, wie feine Details wir eigentlich abbilden können. Je kleiner hier diese Zahlen sind, desto besser. Je höher die Frequenzen sind, desto besser. So, jetzt ein bisschen zu den Linien. Diese gestrichelte Linie, das steht hier, das ist das Diffraction oder Diffraction Limit. Das ist sozusagen die maximale theoretische Auflösung, die wir überhaupt erreichen können. Dahinter, darüber hinaus, das ist nicht möglich. Diese Diffraktion, also Beugung, zum Beispiel an Linsen oder Spiegeln, das können wir physikalisch nicht außer Acht lassen. Das ist wie eine Schallmauer, die wir nicht durchbrechen können. Wir können also nirgendwo im Universum besser abbilden als jenseits dieser Linie. Also befindet sich unsere maximal mögliche Auflösung befindet sich in dem inneren Bereich dieser gestrichelten Linie. So, dann gibt es hier diese orangene Linie. Hier steht Pixels plus Diffraction. Und das ist sozusagen der Einfluss des Samplings. Also hier sehen wir, was wir erreichen könnten mit unserer Teleskop-Kamera-Kombination unter wiederum eigentlich nicht realistischen Bedingungen, was also Kamera und Teleskop hergeben würden, wenn es das Seeing nicht gäbe. Das wäre also das Ideal, was wir mit unserer Kombination erreichen könnten. Und bei gegebener Kamera, gegebener Brennweite und gegebener Pixelgröße kommen wir hier eben über diesen Bereich nicht hinaus. Dann spielt aber noch ja, das Seeing eine Rolle. Und das ist hier Seeing plus Diffraction. Da sehen wir eben, was das Seeing für einen Einfluss hat. Und ja, idealerweise unter gegebenen Seeing-Verhältnissen versuchen wir möglichst nah an diese blaue Kurve dran zu kommen. Also, gestrichelte Linie ist was, das können wir im Prinzip vergessen, da hinzukommen, ja, zu so einer guten Auflösung. Theoretisch wäre es möglich, bei wirklich unfassbar gutem Seeing oder fast nicht vorhandenem Seeing, also zum Beispiel mit einem Weltraumteleskop, könnte man dann hier hinkommen zu der orangenen Linie. Die Realität, die möglichst erreichbare Realität, ist wirklich eher die blaue Linie. Und das Weiße ist dann sozusagen ja die wirkliche Realität, das, was wir erwarten können. So, hier links mal zu den Reglern. Es gibt zwei verschiedene Eingabemodi. Aperture, also Öffnung, und Focal Ratio, also Öffnung und Blendenzahl sozusagen. Und das bezieht sich natürlich auf Teleskope. Im Astrobereich wird üblicherweise die Öffnung angegeben, also zum Beispiel 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 12 Zoll, was auch immer. Und dann steht dahinter F zu 4 oder
f/5 oder was auch immer. Wenn ihr mit Teleobjektiven hantiert, dann ist es wahrscheinlicher oder da wird in der Regel die Brennweite angegeben und das Focal Ratio. Beides kann man natürlich ineinander umrechnen, aber das erspart ihr euch hier. Je nachdem könnt ihr dann also für Teleobjektive oder überhaupt für Objektive hier das ankreuzen und dann entsprechend die Brennweite hier verschieben oder ihr könnt für Teleskope hier die Apertur verändern. Ihr könnt dann hier die Öffnung eingeben, entweder über einen Schieberegler, das Focal Ratio, also das, die Blendenzahl eingeben über einen Schieberegler. Ihr könnt aber auch hier Zahlenwerte eintippen, zum Beispiel 5 kann ich hier eingeben mit Return bestätigen. So, nächster Regler ist das Seeing. Das steht hier, ich aktualisiere das nochmal. So, das steht hier standardmäßig auf 2 Bogensekunden. Das ist so ein Wert, der immer angegeben wird als Standard. Ja, man sagt immer, ja, ihr könnt rechnen mit 2 Bogensekunden. Ich finde das einen sehr konservativen Standardwert. Das Seeing ist meistens in Deutschland besser, aber das gucken wir uns gleich an. Dann, diese ganze Geschichte ist wellenlängenabhängig, 550 Nanometer. Boah, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet, ist glaube ich grün. Ja, ist grün und es ist ein bisschen wellenlängenabhängig. Man geht aber immerhin, nimmt die mittlere Wellenlänge grün für ja, solche Begutachtungen oder Betrachtungen. Wird das eigentlich immer irgendwie im Grünen angegeben. Ihr könnt dann mal rumspielen, wie das für andere Farben aussehen würde, für Rot oder Blau zum Beispiel. Pixel Size ist selbsterklärend. Hier ist 3,76 angegeben. Das ist die gängige Pixelgröße zum Beispiel von den Chips mit den 2600er Chips, also das ist der IMX 571 und die gleiche Pixelgröße hat auch der IMX 455, also die Riesenkameras und Sensor Size ist hier angegeben, da geht es eigentlich nur um das Blickfeld, das hat hier eigentlich wenig Einfluss. Ja, auch das hier, das ist eine Kua Y600, ASI 6200, das ist hier der Standardwert, müsst ihr dann entsprechend anders angeben, wenn ihr andere Kameras habt. Dann könnt ihr hier angeben, ob ihr drizzeln wollt oder nicht, beziehungsweise wie sich ein Drizzling oder Binning ausüben würde. Und standardmäßig steht das natürlich auf nichts, none. So, jetzt steht hier noch was zum Drizzling. Results for Drizzle are approximate. Actual results depend on drop shrink factor and kernel function. Also, das heißt auf Deutsch, dass diese Drizzle-Geschichte hier, dass das eine Approximation ist, also eine über den Daumen gepeilte Annahme. Ja, würde man so nicht übersetzen. Fällt mir keine bessere Übersetzung ein. Also eine Schätzung. Das, wie sich das Drizzeln auswirkt, hat eben auch mit ein paar Software-Einstellungen beim Drizzeln zu tun. Guckt euch mein Video dazu an. Da gibt es den Drop-Shrink-Faktor und natürlich die eigentliche mathematische Funktion, wie das Drizzeln berechnet wird. Und das wird hier als Kernel-Function bezeichnet. So, jetzt machen wir hier mal ein aktuelles Beispiel. Wir nehmen mal ein Teleobjektiv und zwar mit 200 mm Brennweite. Und das Ganze hat, ich nehme mal mein Canon 200 mm Festbrennweite, das hat 2,8. Dann schauen wir mal, was wir hier sehen. So, dann gebe ich noch eine Pixelgröße ein, zum Beispiel ja, so eine Canon 6D. Hat 6 oder 6,5, ich glaube 6 Mikron Pixel. So, jetzt gucken wir mal, was diese MTF-Kurve hier sagt. Die geht also ziemlich steil nach unten und bereits bei ca. 50%, also hier sind wir schon im Bereich von ziemlich niedrigen Bildfrequenzen und wir geraten sehr, sehr schnell ins Undersampling mit dieser Geschichte und das sehen wir hier auch, das ist dieser rote, diese dicke rote Linie hier, sind wir also bereits bei Details von 5, 6, 7, 8 Bogensekunden im Undersampling. Also ihr seht, da würde noch hier jenseits dieses Bereichs, da wäre noch einiges drin an Auflösung und das ist doch auch das, was wir erwarten mit so einer Pixelgröße und so einer kleinen Optik. So, dann schauen wir mal, ob wir da mit einem besseren Seeing irgendwas erreichen können. Ihr seht, dass diese Seeing-Kurve sich da verändert. Ja, also wir würden bei gutem Seeing theoretisch nahe an die Auflösungsgrenze kommen.
die theoretisch möglich ist. Aber unsere eigentliche Kurve, die verändert sich gar nicht. Im Gegenteil, das Undersampling wird immer schlimmer. Das heißt, ein besseres Seeing würde uns nichts helfen. Sehr schlechtes Seeing wird das Ganze noch ein bisschen verschlechtern, aber nicht dramatisch. Ja, für Übersichtsaufnahmen eine tolle Sache. Viele Details brauchen wir hier nicht zu erwarten. So was anderes ist, wenn wir die Pixelgröße ändern. Das mache ich mal und da sehen wir, wenn wir die Pixelgröße jetzt verkleinern, dann können wir einiges an Auflösung gewinnen. Also bei so einer Kombi wäre dann so eine, ich nehme jetzt mal eine Canon R5 zum Beispiel mit kleineren Pixeln, besser, dann könnten wir eben mehr Auflösung erreichen. Und wir kommen sogar bei ganz kleinen Pixeln, ich weiß nicht, ob es solche Kameras gibt, kämen wir sogar aus dem Undersampling komplett raus. So, ich stelle nochmal hier das 200mm Teleobjektiv mit 2,8 ein und wir gucken uns mal an, so eine Vollformatkamera wie die QHY600 oder ASI 6200. So, wenn ich jetzt dann an einem guten Standort bin, ich bin auf La Palma zum Beispiel, oben auf dem Berg, wo gutes Seeing herrscht, dann drehen wir mal runter. Ja, dann kämen wir hier zwar ja, ziemlich schnell ins Undersampling, jetzt könnten wir aber drizzeln. Zack, ist das Undersampling weg. Also mit der Kombi könnten wir schon ziemlich gute Aufnahmen machen, selbst mit so einer relativ kleinen Optik. So, was bedeutet das jetzt denn, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt hier nochmal zwei Bogensekunden eingebe und kein Drizzling mache? Ja, heißt das, dass ich mit einem 200mm Teleobjektiv und einer Canon 6D keine tollen Aufnahmen machen kann? Nee, das heißt das nicht. Ich kann damit tolle Übersichtsaufnahmen machen. Und wenn ich zum Beispiel flächige Objekte fotografieren will, dann brauche ich keine Auflösung. Funktioniert das auch ohne die Auflösung, ja? Und das heißt, ich kann damit tolle Übersichtsaufnahmen machen, kann auch sehr lichtschwache, aber große Gasnebel damit zum Beispiel aufnehmen, wenn es mir eben nicht um die Auflösung geht, sondern zum Beispiel um Signal-Rausch-Verhältnis. Und das nutzen die Profis übrigens auch. Es gibt diese Telephoto-Arrays, das sind dann halt, was weiß ich, 20 von diesen Canon-Objektiven zusammengeschaltet und damit fotografiert man zum Beispiel eher flächige Objekte, wie zum Beispiel Sternströme um Galaxien. Da will man dann nicht die Galaxien auflösen, sondern diese Sternströme, die eh nur flächig sind. Oder Zwerggalaxien fotografieren oder detektieren, besser gesagt. Und dann erreicht man mit 20 solcher Objektive eine tolle Tiefe in der Aufnahme, aber nicht unbedingt die Auflösung. Da muss man dann entscheiden, was man haben will. So, nächstes Beispiel, so aus der Praxis, jetzt gehen wir mal in den Teleskopbereich und sagen, okay, wir haben 100mm Öffnung, könnte ein Skywatcher Esprit sein oder ein TAC FSQ. Wir haben ein Öffnungsverhältnis von circa 5, damit haben wir 500mm Brennweite. Und jetzt schauen wir uns die Kurve hier mal an. Jetzt gebe ich hier auch mal wieder 3, nee, lassen wir es mal bei 6. So, ich bleibe mal bei den 6 Mikron Pixelgröße und bei 2 Bogensekunden, also das, was man so in Europa immer annimmt. Wir sehen, wir können schon tendenziell bessere Details abbilden. Wir sehen das hier an den Werten, die jetzt hier schon kleiner geworden sind, kommen aber trotzdem hier ins Undersampling. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, das ist sehr konservativ mit 2 Bogensekunden. Stelle ich mal ein gutes Sampling ein. Erreiche ich hier noch ein gutes Seeing ein, erreiche ich hier noch was in puncto Auflösung. Und wenn ich jetzt noch hingehe und diese Aufnahmen noch drizzle, ja, guckt euch mein Video dazu an, dann ist das Undersampling weg. Und ich erreiche dann mit so einem relativ kleinen Teleskop schon eine bemerkenswerte Auflösung im Bereich von 2,5 Bogensekunden. Ja, ist noch nicht irgendwie Profi. Standard, aber ist schon bemerkenswert. Damit können wir auch schon in kleinen oder in Galaxien schöne Details, vor allen Dingen in Gasnebeln, tolle Details erkennen und das kann ich auch in der Praxis bestätigen. In meinem Drizzle-Video habe ich genau diese Kombi, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie benutzt und da kann ich mal das Bild einblenden und bei diesem Bild habe ich noch nicht gedrizzelt. Das habe ich nur für das Video gemacht, habe das Bild aber dann nicht weiter ausgearbeitet. Und ja, damit geht schon was. Das finde ich schon eine tolle Kombi. Jetzt nehmen wir mal was anderes und zwar den typischen 8 Zoll Newton. So, das wäre so ein 8 Zoll Newton von GSO, von Skywatcher, von Lacerta. Schlag mich tot, 200mm Öffnung. Genau genommen müssen es, glaube ich, 203 oder sowas sein. 203, ja.
Und dann hätten wir 812 mm Öffnung, das wäre genau 8 Zoll dann. Und wir sehen, wir geraten ganz leicht ins Undersampling hier. Jetzt könnten wir die Aufnahmen noch drizzeln, dann wäre das auch noch weg. Ja, aber das ist eh eigentlich zu vernachlässigen. So, wir sehen, da erreichen wir schon eine respektable Auflösung von 2 Bogensekunden im Bild. Und wenn wir jetzt das Seeing noch verbessern, dann sehen wir, mit dem Seeing geht noch richtig was. Ja, und dann kommen wir zwar ins Undersampling, aber was wir da ja machen können, ist mal wieder drizzeln. Und dann kommen wir schon in die Richtung von einer Bogensekunde Auflösung. Hier ist also richtig Musik drin. Tolles Teleskop, tolle Teleskop-Kamera-Kombination habe ich selber in Namibia. Da kann man annehmen, dass das hier ungefähr diese Bedingungen sind, Aufnahmen gemacht und war zu Recht völlig begeistert davon. Kleiner Werbeblock, diese Kombination könnt ihr da übrigens auch mieten auf der Astrofarm Namibia. Habe ich ja überall schon Videos zugemacht. So, hätten wir das, jetzt schrauben wir mal ordentlich an der Öffnung und gehen mal in den Bereich 10 Zoll und 12 Zoll. So, ich schiebe einfach mal an diesem Schieberegler. Wir lassen mal alles gleich. Wir gehen davon aus, dass wir echt gutes Seeing haben. Das kann man übrigens auch in Deutschland erreichen, an einem guten Standort. Ja, wir haben kleine Pixel in der Kamera drin und ich schraube jetzt mal hoch. Und ihr seht, wie sich diese Kurve zwar nicht verändert, ja, die bleibt irgendwie gleich, aber schaut euch mal irgendwie die Angaben hier unten in Bogensekunden an, die wir also erreichen können mit größerer Öffnung. Und dann stellt ihr jetzt eben fest, dass diese Kurve so diesen Knick ungefähr bei einer Bogensekunde macht. Ja? Und das heißt, hier ist so unsere Schallmauer. Hier kommen wir nicht weiter, egal wie weit wir die Öffnung hochschrauben, diese Kurve bleibt kleben hier an dieser einen Bogensekunde. Und genau das ist das, ja, wo wir jetzt nur noch hingehen können und das Seeing massiv verbessern. Und nur dadurch können wir jetzt, ja, wenn wir 0,5 Bogensekunden Seeing hätten, dann könnten wir mit einem 24 Zoll, 29 Zoll, 30 Zoll, ja, könnten wir spektakuläre Aufnahmen erreichen. Mit Drizzle auch noch, ja. Mit diesen kleinen Pixeln, die brauchen wir dann womöglich gar nicht mehr, oder? Doch, natürlich, die brauchen wir dann erst recht. Ja, also seht ihr, was ich meine, und daher kommt eben diese Geschichte, dass die Leute sagen, die großen Teleskope lohnen sich nicht, weil die davon ausgehen, dass das Seeing eben in Deutschland seltenst unter einer Bogensekunde geht. Und deswegen kann man jetzt als Fazit sagen, ich gebe nochmal wirklich gute deutsche Bedingungen ein, 1,2 Bogensekunden, und man kann sagen, ungefähr hier ist jetzt also Schluss, da bleibt die Kurve kleben, also das wäre ein 12 Zoll Newton und ja, und da muss man jetzt ja auch dazu sagen, 12 Zoll Newton, den muss man erstmal im Griff haben, also da muss man die entsprechende Montierung haben. Und so weiter und so fort. Also deswegen meine Empfehlung auch, mein Gott, irgendwie so ein 8 Zoll Newton, das sind klasse Teile. Ich finde die total super. Damit kann man echt schon viel erreichen. Ja, ich hoffe, das war anschaulich für euch und ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Dieses Tool, finde ich, das zeigt einem schon ziemlich gut eigentlich, was Sache ist. Natürlich, in der Praxis spielen jetzt noch viele andere Dinge eine Rolle, nämlich der lokale Standort eurer Teleskope. Wie ist das Seeing wirklich im direkten Umfeld von eurem Teleskop? Nachführung ist ein Problem. Wenn eure Montierung nicht gut ist oder die Nachführung nicht gut, dann bringt euch das tollste Teleskop und auch das beste Seeing nichts. Also viele Faktoren spielen hier eine Rolle, weswegen ich auch sage, man kann das in der Praxis eigentlich nicht vergleichen. Und dafür ist dann diese Online-Seite wirklich super hilfreich. Jetzt gibt es natürlich riesige Teleskope, die von den Wissenschaftlern aufgebaut werden. Da wird aber erstmal ein toller Standort ausgesucht, wo per se das Seeing fantastisch ist, ja, so dass man wirklich die Größe des Teleskops auch optimal ausnutzen kann. Dann kommen moderne Techniken zum Einsatz, wie zum Beispiel die adaptive Optik, die dann wirklich noch unglaublich viel rausholt. Und das wird bei diesen Teleskopen zum Beispiel am VLT in Chile genutzt. Und auch bei den jetzt geplanten, noch größeren Teleskopen wird natürlich adaptive Optik zum Einsatz kommen. So, für euch, meine Empfehlung für ein wirklich tolles Setup ist ein 8 Zoll Newton. Und daher kommt eben diese Aussage, ja, was Größeres wie 8 Zoll, macht das überhaupt Sinn?
Naja, also ich würde euch einen 8 Zoll Newton zum Beispiel empfehlen oder zum Beispiel einen 4 Zoll Apo. Ein 8 Zoll Apo gibt es wirklich ganz selten und die wären auch riesengroß, sauschwer und außerdem sauteuer. Deswegen kann ich euch nicht wirklich dazu empfehlen. Selbst ein 6 Zoll Apo, das ist ein Riesentrümmer, kostet auch entsprechend was und da braucht man schon eine schwere Montierung für oder eine Montierung, die das packt. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist so ein 8 Zoll Newton einfach unschlagbar. Ich finde die Newtons von Lacerta wahnsinnig gut. Das sind richtig gute Teile. Mechanisch sind die top. Was da in Optik drin steckt, ist nichts anderes wie ein Skywatcher-Spiegel. Also, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann kauft euch den Skywatcher PDS mit 8 Zoll Öffnung. Aber da müsst ihr eventuell dann noch einiges dran tunen. Das Ganze auf einer Montierung. Ich sage jetzt mal Skywatcher Eco 6 oder irgendwas Vergleichbares. Und dann so ein IMX571-Chip dahinter mit relativ kleinen Pixeln ist eine traumhafte und noch mobile Ausrüstung. Natürlich könnt ihr einen 10 Zoll Newton oder irgendein anderes größeres Teleskop kaufen. Dann müsst ihr aber darauf achten, dass ihr vor allen Dingen ja, bei euch da am Beobachtungsort darauf achtet, dass in der direkten Umgebung das Seeing super ist. Also über ein Hausdach fotografieren ist ganz schlecht. Auf einem Parkplatz, wo zum Beispiel Wärme aufsteigt oder so, ist einfach nicht gut. Also eine große Wiese ist optimal und wirklich nichts drumherum. Das sind die perfekten Bedingungen dann. Ja, und dann braucht ihr eben auch eine entsprechende Montierung und 10 Zoll Newton ist auch nicht mehr mobil. Ich würde da eher eine größere Montierung dann kaufen. Ich würde das Gerät auch fest aufstellen. Deswegen sage ich ja, das ist dann schon ein ziemlicher Aufwasch, ein ziemlicher Aufwand. Deswegen rate ich eher zu einem etwas kleineren Teleskop. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich bin mir sicher, da sind andere noch ganz anderer Meinung. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ihr das in die Kommentare schreiben könnt. Das wird sicherlich von ganz alleine passieren. Ja, und das ist auch so eine Sache. Bei einem größeren Teleskop habt ihr eine größere Lichtsammelfläche. Das heißt, ihr sammelt in der gleichen Zeit mehr Photonen. Das heißt, besseres Signal-Rauschverhältnis. Und das heißt eigentlich auch besseren Kontrast. Man kann besser an den Kurven ziehen. Ja? Überlegt mal, wenn ihr zum Beispiel ein Bild schärfen wollt, dann könnt ihr das nicht an einem Einzelbild machen. Ihr braucht wirklich ein Bild mit langer Belichtungszeit, wo das Rauschen weg ist, damit man gut schärfen kann. Das spielt ja alles eine Rolle. Das fehlt mir ein bisschen in diesem Tool, diese ganze Geschichte mit dem Signal-Rausch-Verhältnis. Zum Beispiel auch, dass man eigentlich die unteren Prozent Anteile da gar nicht mehr berücksichtigen kann, weil das eigentlich eh im Rauschen untergeht. Das fehlt mir ein bisschen. Ich weiß aber auch nicht, ob man das überhaupt in so eine Kurve mit einbauen könnte und ob man das überhaupt gut quantifizieren kann, ja, wie groß da dieser Anteil ist. Aber ich denke mal, ein großes Teleskop wird schon auch noch mal ein bisschen mehr Details liefern, weil es eben ein besseres Signal-Rauschverhältnis liefert. So, ja, grau ist alle Theorie, sagt man immer. Und kann man das denn nun wirklich in der Praxis auch bestätigen? Das ist einfach total schwer, das zu beurteilen. Und selbst das, was ich euch jetzt zeige, darf man eigentlich nicht zeigen, weil es gibt so viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Deswegen ist es irgendwie eigentlich verboten, solche Vergleiche anzustellen, zumindest wenn man das Ganze aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt oder aus einem rein technischen Gesichtspunkt angeht. Aber ich habe euch hier meine Aufnahme gezeigt. Irgendwie, es muss ja doch irgendeine Praxisrelevanz haben, ansonsten ist das ja alles Unsinn. Ja, ich habe die Möglichkeit, als Teil des Capella Observatory mit einem sehr großen Teleskop zu arbeiten. Das stand zwischenzeitlich in Deutschland hier in der Eifel. Damit habe ich zum Beispiel dieses Bild hier aufnehmen können und bearbeiten können. Eins meiner Lieblingsbilder mit dieser Ausrüstung LBN 248 im Schwan. Wir gucken mal kurz. Wir geben immer das Seeing an. So haben wir das gemessen. Nein, aber wenn man mit einem Teleskop in diesen Auflösungsbereich kommt, dass man theoretisch besser als eine Bogensekunde auflösen kann, dann kann man davon ausgehen, dass die Sterne im Bild letztendlich eine Aussage über das Seeing treffen. Das heißt, wir haben hier mal in dem Bild irgendwo einen Stern gemessen, der hatte 1,5 Bogensekunden. So, jetzt gehen wir mal davon aus, Nachführfehler, Stacking, was weiß ich, haben diesen Seeing-Wert vielleicht noch ein bisschen verschlechtert. Tun wir mal noch irgendwie 10-20% drauf, landen wir vielleicht bei 1,3 Bogensekunden Seeing, die es in der Nacht im Schnitt vielleicht irgendwo gab. So,
schauen wir uns diese Aufnahme mal an und sehen, das sind tolle Details, aber ich habe das Ganze mal geöffnet in PixInsight und habe mal zum Vergleich eine Aufnahme von Bernhard Hubel genommen, ein österreichischer Astrofotograf, den ich sehr bewundere, der schon seit vielen, vielen Jahren tolle Aufnahmen macht. Und es ist doch völlig klar, dass meine Aufnahme inspiriert war von seiner Aufnahme. Das ist nur wirklich nicht von der Hand zu weisen, weil ich diese Aufnahme einfach faszinierend fand und wollte das reproduzieren in irgendeiner Art. Und jetzt gucken wir mal, die sehen sich bis auf den leichten Farbunterschied ziemlich ähnlich. So, jetzt ist wieder die Frage, ja, was habt ihr denn in der Bildbearbeitung gemacht an Unterschieden? Naja, das ist doch schwer zu beurteilen, aber man kann davon ausgehen, dass wir beide eine Deconvolution gemacht haben, und zwar noch von Hand, ohne den Blur Exterminator. Wir haben beide eine sorgfältige Kalibrierung, sowohl was die Farben als auch was Flats und Darks angeht. Und unser Bildbearbeitungs-Workflow, der wird sich grob nicht unterscheiden. So, und dann gucken wir uns mal die Details an. Gucken hier mal bei 1:1 rein in unser Bild und 1:1 bei Bernhard. Na komm, im letzten Video haben die Leute gemeckert, 1:1 wäre nicht genug. Also gucken wir mal bei 2:1. So, da kann man jetzt schwer behaupten irgendwie, dass der 24 Zöller dem 12 Zöller von Bernhard hier wahnsinnig überlegen ist. Also ich sehe einen Hauch mehr Details vielleicht hier. Das kann aber auch Bildbearbeitung sein, weil ich ein bisschen mehr Kontrast drin habe. Das wirkt sich dann vielleicht auch auf die Schärfe aus. Aber ansonsten ist doch da kein Riesenunterschied. Also könnte man sagen, der 24 Zöller in Deutschland, der lohnt sich nicht. Ja, das wird der Theorie auch entsprechen. Und das andere ist aber, der gute Bernhard hat hier 18 Stunden belichtet. Jetzt wissen wir wieder nicht, wie sind seine Verhältnisse. Ja, sind die vergleichbar mit unseren Verhältnissen? Wir haben gerade mal 7 Stunden belichtet, um diese Aufnahme zu kriegen. Und ja, vielleicht ist seine Aufnahme ein bisschen glatter, ich weiß es nicht. Man kann diese beiden Aufnahmen kaum voneinander unterscheiden und kaum sagen, irgendwie, welche Aufnahme jetzt besser ist. Das heißt, ich würde mir jetzt, wenn ich nicht zufällig einen übrig hätte, keinen 24 Zöller in den Garten stellen. Ja, ich könnte noch ewig weiter reden. Derzeit fasziniert mich dieses ganze Thema Auflösung wahnsinnig und Sampling und Dithering und Drizzling und was nicht alles. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein und ich muss mal wieder andere Themen beackern. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, dann hinterlasst mir ein Like, Daumen hoch. Ihr solltet unbedingt diesen Kanal abonnieren. Ich sage es immer wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.